Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der 21. Spieltag steht an in der Fußball-Bundesliga. Alle Spiele in der Zusammenfassung. Ich habe sogar diese Woche ein bisschen mehr Zeit gehabt und auch die zweite Bundesliga prognostiziert. Schaut da nachher auch noch gerne vorbei, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ansonsten geht's jetzt los. Hertha gegen Bochum. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Zwar trennen diese beiden Mannschaften aktuell in der Tabelle nur 2 Punkte, aber die Stimmungslage könnte kaum unterschiedlicher sein. Der VfL Bochum natürlich auch mit ganz anderen Ansprüchen in diese Saison gestartet. Da ist man absolut zufrieden. Die Hertha hat noch einiges nachzuholen. Sie wollten nach der Länderspielpause mit guten Vorsätzen in die Bundesliga wieder reinstarten und es war auch eine vernünftige Anfangsphase. Das ist Darida, der war noch fraglich unter der Woche, konnte dann aber doch in der Startaufstellung stehen. Hier zielt er knapp vorbei am Tor der Bochumer. Aber die Gäste auch durchaus aktiv. Lokadia raus zu Pantovic, der quer in die Mitte. Gerrit Holtmann am zweiten Pfosten vollkommen freigelassen. Das ist sträflich. Pekarik verliert ihn da aus den Augen und Holtmann muss nur noch den Kopf hinhalten. Der nächste Nackenschlag für die Hertha. Kurz vor dem Seitenwechsel nochmal die große Möglichkeit, um auszugleichen in der 39. Spielminute. Marco Richter, kein schlechter Schuss, aber das haben mittlerweile alle begriffen, dass Manuel Riemann ein überdurchschnittlich guter Bundesliga-Torhüter ist. Mit 0:1 ging es in die Pause, die Stimmung im Olympiastadion mal wieder ziemlich im Keller. Das sollte doch zumindest hier mit einem Punkt zu Ende gehen, aber der VfL Bochum erbot relativ wenig an. Und so spielten sie auch nach vorne im zweiten Durchgang mit Lokadia, der den Ball an den Pfosten haut, dann noch ein kleines Missverständnis. Super Schusstechnik, den dreht er da an den Innenpfosten. Am Ende fehlen nur ein paar Zentimeter. Die Hertha kam in der Schlussphase erst wieder nach vorne. Serda, Maximilian Mittelstädt, Belfodil, Riemann bekommt die Hand noch dran und packt auch im Nachfassen richtig zu. Hier reißt er noch die Hand hoch, ist eigentlich schon in die andere Richtung unterwegs und rettet so das 1:0 für die Gäste. Es bleibt nämlich bei diesem Ergebnis. Die Hertha, sie versinkt weiter im Sumpf, verliert mit 0:1 und der VfL Bochum macht den großen Schritt zum Klassenerhalt. Arminia Bielefeld konnte zuletzt vor der Länderspielpause bei Frankfurt mit 2:0 gewinnen. Gladbach verlor mal wieder mit 1:2 daheim gegen Eintracht Frankfurt. Und Bielefeld hatte hier auch eine breite Brust. Krüger zieht in den Strafraum ein. Krüger legt quer zu Jani Serra. Jan Sommer muss seine Hintermannschaft da erstmal aufwecken. Man sah auch weiterhin an bei Borussia Mönchengladbach, dass das Selbstvertrauen nicht allzu hoch war. Aber spielerisch fanden sie dann ab der 25. Minute bessere Lösung. Embolo legt quer zu Manu Kone und da ist der Treffer. 26. Minute, 1:0 für die Gäste. Wird Kone ganz schön vergessen im Strafraum. Das ist sträflich und wird auch direkt bestraft. Das brachte den Gladbach ein bisschen mehr Trutzpe nach vorne. Nächste Möglichkeit, Ortega Moreno kann sich diesmal auszeichnen. Wieder Manu Kone. Schießt hier richtig scharf und das hätte auch mal wieder ein tolles Tor gegeben. Aber Ortega lässt sich nicht beirren. 0:1 nach 45 Minuten. Bielefeld konnte besser in diese Partie hineinfinden, aber Borussia Mönchengladbach übernahm dann erstmal das Kommando. Durchgang 2, über eine Stunde mittlerweile gespielt. Neuhaus mit dem starken Ball zu Embolo. Und wieder Ortega. Stark von Embolo den Ball runtergenommen, mitgenommen und dann auch schnell abgeschlossen. Aber das 0:2, es wollte noch nicht fallen. Dann dieser Ball von Vasiliades auf Krüger. Der legt direkt quer, der Ball kommt zu Serra. Wimmer mit Serra im Passspiel. Wimmer! Ausgleich, 70. Minute. Doch etwas überraschend zu diesem Zeitpunkt. Aber da können sie sich den Ball hin und her spielen im Strafraum. Borussia Mönchengladbach wieder sträflich.
aber sie wollten unbedingt den Dreier. Und so hatten sie nochmal diese Chance durch Embolo. Aber dieses Duell heute, Embolo gegen Ortega, das ging an den Bielefelder Schlussmann. Ein unterhaltsames Spiel, in dem die Gäste aus Mönchengladbach die bessere Mannschaft waren, aber Bielefeld zeigte sich mal wieder leidenschaftlich und so verdienten sie sich auch diesen Punkt. Der VfB Stuttgart muss unbedingt mal wieder Punkte sammeln. Eintracht Frankfurt im Tabellenmittelfeld mit Hang zur Europa League will hier unbedingt den Dreier mitnehmen aus dem Ländle. Und Frankfurt zeigte auch von Beginn an, in welche Richtung es gehen sollte. 8. Minute, 1:0, Sebastian Rode, das geht viel zu leicht. Djibril Sow mit dem Auge für Sebastian Rode, der Ball läuft quer durch den 16er, Stuttgart kann es nicht verteidigen. Aber nach vorne hatten sie Philipp Förster. Starke Auftaktphase in dieses Spiel, 11. Minute, der Ausgleichstreffer. Frankfurt zeigt sich in der Defensive anfällig, das sah man auch schon gegen Arminia Bielefeld. Aber nach vorne sah es so aus. Unglaublich, 2:1, 27. Minute. Hier kann man wirklich, vor allem als neutraler Zuschauer und als Frankfurt-Fan, auf seine Kosten. Es ging heiter weiter, weil die defensiven Reihen wirklich nicht gut standen. Und es ging so weiter. Rafael Santos Borré zum 1:3 in der 33. Minute. Schirmt da Waldemar Anton richtig gut ab und hängt den Ball oben in den Knick. Ein 1:3 aus Stuttgarter Sicht mal wieder die schlechtmöglichste Ausgangslage für den zweiten Durchgang. Und Frankfurt war immer noch hungrig. Über die linke Seite geht das. Sebastian Rode, Borré, quer zu Jens, Petter Hürge. 49. Minute, 1:4. Da musste der VfB jetzt aufpassen, dass es nicht richtig brutal werden würde. Aber der Einzige, der mittlerweile bei den Stuttgartern noch so richtig auf dem Platz stand, das war der Torhüter, das war Florian Müller. Kostic! Hier eben Florian Müller in Aktion, 80. Spielminute. Dass das hier noch irgendwie umgebogen werden könnte, das dachte sowieso niemand mehr. Aber zumindest erhobenen Hauptes könnte man sich ja hier noch verabschieden. Der VfB Stuttgart, er fand nicht mehr rein. Borré. Borré zu Kostic, noch einmal Florian Müller. Rode, Kostic, die Szene noch nicht vorbei, dann ist es Schändler. Mann, oh Mann, es hätte auch locker 5-6-1 ausgehen können. Am Ende ist es Florian Müller, der Schlimmeres verhindert. 1:4 ist aber auch schon happig genug. Frankfurt überzeugt komplett und der VfB Stuttgart eher enttäuscht auf ganzer Linie. Der 1. FC Köln empfängt den SC Freiburg am Samstagnachmittag. Und bei beiden Mannschaften kann man mit diesem Saisonverlauf bislang sehr zufrieden sein. Bei Freiburg natürlich nochmal etwas mehr, aber auch der 1. FC Köln unter Steffen Baumgart spielt eine tolle Serie. Freiburg hier nach 33 Minuten mal mit einer Riesenchance durch Ermedin Demirovic. Das war die größte bis dato. Trifft allerdings nur den Pfosten. Vom 1. FC Köln im ersten Durchgang relativ wenig nach vorne zu sehen. Das war doch recht enttäuschend. Da hatte man sich mehr vorgestellt. Auf der anderen Seite hätte der Breisgauer Club durchaus schon die Führung erzielen können, gar müssen. Aber Schwebe ist ein wichtiger und sicherer Rückhalt bei den Geißböcken. Hier leckt dann der Ball nochmal um den Pfosten. 0:0 zur Halbzeit. Wenn man seine Chancen nicht macht, dann ist das ebenso für den SC Freiburg. Aber bislang trotzdem ein guter Auftritt. Durchgang 2 startete ähnlich. Kevin Schade über die rechte Seite. Bekommt dann auch Unterstützung von Maximilian Eggestein. Der sieht Höhler. Aber wieder Schwebe. In der 53. Spielminute ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit gewesen, dass die Gäste mal in Führung gehen würden. Der 1. FC Köln fand gar nicht in sein Offensivspiel. Und dann stehen sie hinten auch noch so offen. Kevin Schade bestraft das. 10 Minuten vor dem Ende.
läuft alleine aufs Tor zu und diesmal kann Schwebe nichts mehr machen. Satter Abschluss unten rechts rein. Aber dann der erste FC Köln. Sie begriffen es endlich und Anthony Modest ist natürlich derjenige, der den Ausgleich noch bringt. Wirklich nicht verdient. 88. Minute, aber das dürfte den Kölnern komplett egal sein. Sie sichern sich noch einen Punkt. Für den SC Freiburg ist das bitter, denn sie verpassen es, das Spiel frühzeitig für sich zu entscheiden. Der erste FSV Mainz 05 unterlag bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Das war nicht unbedingt das, was man sich erhofft hatte. Hoffenheim war gegen den BVB sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft, aber sie verloren auch. Und zwar mit 2:3. Dann erhielten sie hier in der 19. Minute in der Mewa Arena allerdings einen Strafstoß. Das schauen wir uns in der Wiederholung nochmal an. Etwas zu ungestüm. Jonas Dabur wird umgerauscht und Kramaric nimmt sich der Sache an und platziert den perfekt neben den rechten Pfosten. 0:1. Die Führung für die Gäste war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch verdient. Ein sehr guter Auftritt der Elf von Sebastian Hoeneß. Und Hoffenheim machte das weiterhin richtig gut. Kramaric mit Geiger. Dabur! Strammer Abschluss. 0:2. Mainz fand hier überhaupt nicht rein. Das war wieder eher ein schlechter Auftritt, wie man es eben gegen das Kleeblatt vor der Länderspielpause schon erleben musste aus Mainzer Sicht. Da ließen hier die Hoffenheimer den Gastgebern überhaupt keine Chance. Der zweite Durchgang sah ähnlich aus. Knappe Viertelstunde auch nur noch zu spielen. Raum zu Ilas Webu, 0:3. Spätestens jetzt war die Partie natürlich entschieden. Aber Mainz' Auftritt ließ doch einige Fragezeichen aufkommen. Was war da los? Zumindest der Anschluss- oder Ehrentreffer. Er sollte her, aber auch der gelang nicht. 81. Minute, nochmal eine Möglichkeit. Aber Oliver Baumann konnte die Null halten. Das 13:0 bedeutete den Endstand. Extrem enttäuschender Auftritt des ersten FSV Mainz 05. Hoffenheim hingegen konnte richtig überzeugen. Der FC Augsburg hatte 2 Wochen Zeit, um die 1:5-Packung gegen Leverkusen zu verkraften. Nun zu Gast der erste FC Union Berlin. Aber die Unioner, die wollten sich hier auf kein Spielchen einlassen, sich irgendwie einlullen lassen. Nein, sie spielten ihren Stiefel beeindruckend runter und so gingen sie auch mit 1:0 in Führung. Gut über rechts durchgespielt, Geraldo Becker im 5-Meter-Raum. Dann zu frei, der schließt dann natürlich erfolgreich ab. Und Union machte es richtig gut. Haraguchi, Becker zu Öztunali zurückgelegt. Lehrbuchmäßiger Konter. Wie er dann auch noch ablegt, den Ball, das war richtig stark. Super Auftritt von den Gästen. Und der FC Augsburg, er bereitete einem wirklich Sorgen. Und sie kamen nochmal zu einer Chance. Avoni nach seinem Afrika-Cup aus hier mit dem Lattenkracher. Also es hätte auch 0:3 stehen können. Gikiewicz hatte sich angesteckt mit Corona in der Länderspielpause, aber dann war er wieder symptomfrei und konnte dann hier tatsächlich wieder auflaufen. Hier hält er eben das 0:2 fest und der zweite Durchgang, er wendete dann das Blatt komplett. 51. Minute, Eckball und was für ein Kopfball von Ruben Vargas. Den setzt er aus 15 Metern oben rechts rein. Das nicht zu halten für Andreas Luther. Luther, richtig klasse, dieser Anschlusstreffer. Und dann wurde der FC Augsburg stärker und stärker. Wirklich komplett auf den Kopf gestellt. Diese Partie, wie das passieren konnte, wusste keiner so recht. Meier streckt sich. Der Lute, beziehungsweise Meier lässt Lute sich strecken. So ist es richtig. Und der FC Augsburg, er ging aufs Ganze. Vargas, Dorsch, Gregoritsch, super durchgespielt. Niederlechner mit dem Ausgleich in der 84. Minute. Und nach dem Verlauf in diesem zweiten Durchgang war das auch vollkommen
verdient zwei vollständig unterschiedliche Halbzeiten, haben am Ende ein Ergebnis, und zwar dieses 2:2. Topspiel am Samstagabend, der FC Bayern München gegen RB Leipzig. Die Münchner, sie haben nach wie vor ihren 6-Punkte-Vorsprung durch den Sieg bei der Hertha. Konnten sie den aufrechterhalten, aber RB Leipzig wollte die Münchner ärgern und so spielten sie auch fromm und mutig nach vorne. 5. Spielminute, da erzielten sie sogar den vermeintlichen Führungstreffer. Nach dem Abschluss von Leimer ist Kampel gar nicht allzu weit, aber doch deutlich im Abseits. Der wird vollkommen zurückgepfiffen, dieser Treffer, und zwar zu Recht. Der FC Bayern in der 8. Minute das erste Mal vorstellig, ließ also auch nicht wirklich lange auf sich warten. Leroy Sané, der sich momentan in richtig starker Form präsentiert, scheitert aber an Peter Gulaschi, der sich lang macht und den noch rauskratzt. Die Bayern mittlerweile die deutlich bessere Mannschaft. Über eine Viertelstunde gespielt. Lewandowski testet mal wieder den Leipziger Schlussmann. Müller setzt Lewandowski in Szene. Der dreht sich, weiß natürlich sofort, wo das Gehäuse steht. Und der hätte wahrscheinlich auch ziemlich platziert und gut gepasst. Die Bayern drückten auf den Führungstreffer, aber er wollte noch nicht gelingen, weil die Leipziger auch recht kompakt standen. Lewandowski mit dem Abschluss. Orban hält die Brust rein und verhindert Schlimmeres. 0:0 nach 45 Minuten. Wie gesagt, Leipzig mit einem ganz guten Auftakt, aber dann übernahmen die Münchner das Kommando. 0:0 ging aber dennoch in Ordnung. Die Bayern drückten aber jetzt weiter. Joshua Kimmich, Lewandowski, Thomas Müller. Starker Abschluss, 53. Minute, 1:0 für den FC Bayern München. Da kann dann auch Gulaschi nichts mehr machen. Die Leipziger, sie mussten jetzt kommen und mehr machen. Das war doch seit der Frühphase der Partie deutlich zu wenig. Und sie kamen auch mit Leimer. André Silva, vollkommen frei plötzlich vor Neuer. Und der markiert in seiner aktuellen Form natürlich das 1:1. Das war zur Abwechslung mal schwach verteidigt vom FC Bayern München. Leipzig nutzt das eiskalt aus. Trotzdem war Bayern dem Sieg deutlich näher, Müller. Aber Gulaschi hält dann irgendwie noch den Fuß rein, verhindert den abermaligen Rückstand. Und somit blieb es auch beim 1:1. Die Bayern schaffen es nicht, noch den Siegtreffer zu erzielen. Leipzig holt sich einen Punkt. Das zweite Topspiel des Spieltags fand am Sonntagnachmittag statt. Borussia Dortmund gegen Bayern 04 Leverkusen, Platz 2 gegen Platz 3. Der BVB möchte unbedingt gewinnen, das ist klar, aber auch Leverkusen hat hier Ansprüche auf den Dreier. Im Hinspiel war es eine spektakuläre Partie und auch allgemein ist dieses Duell doch immer relativ hitzig und vor allem spektakulär, torreich und aufregend geführt. Die erste Möglichkeit gehörte Dortmund, Radetzky, aber mit der Parade. Dann kam Leverkusen besser ins Spiel. Diaby, Bellarabi, Schick. Dortmund hat die Szene fast unter Kontrolle, aber eben nur fast. Schick legt nochmal auf für Karim Bellarabi. 17. Minute, 1:0. Was für ein Abschluss, ein tolles Tor. Da ist für Kobel nur Fliegen angesagt, mehr aber auch nicht. Und es kam noch dicker. Florian Wirtz setzt Patrick Schick ein mit einem fantastischen Pass. Super getimed. Da lässt sich Patrick Schick dann nicht beirren. Kurz vor der Pause der BVB aber auch nochmal. Haaland zu Julian Brandt. Und da hatten sie den wichtigen Anschlusstreffer. Noch im ersten Durchgang anzuschließen. Extrem wichtig. Und wir hatten wieder drei Tore. Im Hinspiel gab es ja ein spektakuläres 4:3 für den BVB. Aktuell würden die Leverkusener als Sieger vom Platz gehen mit diesem 2:1. Aber 45 Minuten waren ja noch zu gehen. Und der BVB, er hatte eine Mission mit Erling Haaland. Erling Haaland! Unglaublich spitzer Winkel.
Und dann haut er ihn von da noch an den Pfosten um ein Haar. Der Ausgleich, das hätte den Dortmundern natürlich richtig gut geschmeckt. Von Leverkusen kam mittlerweile deutlich zu wenig, auch keine Entlastung mehr. Malen, Haaland, Julian Brandt, Radetzky hat den Ball im Nachfassen. Der kam zu zentral, dieser Schuss. Knappe Stunde war hier von der Uhr. Aber der BVB, er drückte und drückte. Er drückte Bayer Leverkusen fast. Dahoud legt diesmal quer zu Julian Brandt. Jetzt klappt es. Doppelpack Julian Brandt gegen seinen Ex-Club. Das 2:2 in der 70. Minute ging auch vollkommen in Ordnung. Und jetzt war es offen, dieses Spiel. Und Bayer Leverkusen, nein, die wollten nicht jetzt das 2:2 irgendwie sichern. Sie spielten auch wieder nach vorne und es wurde direkt gefährlich. Schick scheitert aber an Gregor Kobel. Somit kein Auswärtssieg, aber auch kein Heimsieg, denn dieses 2:2, es hatte dann bis zum Ende Bestand. Wird auch beide Mannschaften nicht so richtig voranbringen, aber das geht schon so in Ordnung. Zum Abschluss des 21. Spieltages ist Greuther Fürth beim VfL Wolfsburg zu Gast. Und Greuther Fürth nach dem Sieg gegen Mainz extrem selbstbewusst und so traten sie hier auf. Hrgota, Branimir Hrgota zu Jeremy Duciak. Der setzt sich da komplett leicht, zu leicht durch gegen Bono und erzielt das 1:0. Abgefälscht dabei von Lacroix, sodass Kuhn Castells nichts mehr machen kann. 1:0 für die Gäste. Unglaublich, was war mit dem VfL Wolfsburg los? Das ist momentan nicht Bundesliga-tauglich. Leveling, 14. Minute. Nicht mit dem 2:0, aber das hätte hier locker drin sein können. Vielleicht sogar müssen. Kuhn Castells stemmt sich aber als einziger Wolfsburger in der Anfangsphase dagegen. Dann kam der VfL Wolfsburg endlich auch mal nach vorne. Waldschmidt zu Kruse und plötzlich steht es 1:1. Max Kruse, die Rückkehr zu den Wölfen, wird direkt mal mit einem Treffer belohnt. Linde im Tor, der Fürther, sieht relativ unglücklich aus. Und es ging noch weiter in Durchgang 1. Spiel gedreht, Waldschmidt. Und da kommen dann doch wieder die Schwächen bei Greuther Fürth auf. In der Defensive ist es doch ab und an zu anfällig. Die Vorlage für Waldschmidt liefert der Neuzugang Wind, der für Wichhorst in der Spitze direkt auflaufen darf. Aber Greuther Fürth gab sich nicht auf. Seguin. Castells hält aber die Pille und dann ist es am Ende ein heilloses Durcheinander. Brooks bereinigt dann Paul Seguin. Kein schlechter Abschluss in dieser Szene. Schlussphase. Greuther Fürth hätte sich durchaus einen Punkt verdient und so spielten sie bis zum Ende durch. Leveling mit der Hacke zu Duciak und das muss es doch sein. 100%ige Torchance. Aber Castells ist eben richtig guter Keeper und hält den Sieg fest für den VfL Wolfsburg. Sie können es also doch noch. Greuther Fürth hat sich aber gut gezeigt, bringt ihn aber nichts ein. Jo, da seht ihr kurz die Tabelle und die Ergebnisse. Drückt sonst Stopp, wenn euch das im Detail interessiert. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.